Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Ronin und dem Beagle. So, ich bin schon mal dahin gereist, wo wir die Blumen bekommen können. Wir werden da jetzt hingehen. Kann ich da hinsliden oder muss ich... kann ich... mehr oder weniger sliden. Ich frage mich übrigens, ich hatte ja irgendwo... gelesen, dass man zum Platinieren dieses Spiels 40 bis 50 Stunden braucht und zum Beenden dieses Spiels knapp 30 bis 40 Stunden. Ich bin jetzt bei über 40 Stunden und ich bin weit davon entfernt, überhaupt irgendwas fertig zu haben. Ich krieg von dem Typen halt ein importiertes Buch, ne? Die brauche ich, scheiße. Im Wald im Ushigome wurde ein geheimnisvoller Gestalt eine giftige Blume. Wer bist du? Ich meine, du bist Poison Ivy, ganz eindeutig, aber wer bist du wirklich? Die hat auch ein importiertes Buch für mich. Schauen wir mal. Ach, schon mal die Blumen. Ey, ihr Willis! Ich wollte gerade sagen, es hat mit dem Püppelchen gewackelt. Sei frei, kleines Wildschwein, sei frei. Ah! Ah! Ach so, du magst mich einfach nur. Ach so, sag das doch, Mann. Nein, nicht folgen, kleines Wildschwein, nicht folgen. Nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ja. Am Ende habe ich so eine Wildschweinfamilie, ha? Ganz ruhig, ihr Süßis. Ganz ruhig, ganz ruhig, ja? Bitte ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Ich will keinen von euch umbringen für ein paar Blumen. Nicht einen von euch will ich umbringen für ein paar Blumen. Nicht einen. Erstmal lieber den großen. Wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich den kleinen auch noch hin. Frei sein! Oh nein, 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 das tut mir leid. Ob die noch so nett sind, wenn ich Mama getötet habe? Aua. Anscheinend. Töten ist nicht ganz so schlimm. Na gut. Seid frei, meine kleinen Schweini. Seid frei. Oh Gott, du bist jetzt mir aber nicht hinterhergesprungen, oder? Nein. Okay. Gut. Schade, hätte ich mir holen können. Wo denn hier noch? Ja? Okay. Hä? Da vorne? Wo hier? Oh nein, es sieht mich. Nein, 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 nein. Ach. Naja, drei Wildschweinis konnte ich retten von fünf. Sprich mit Robert Fortune. Eine Gift-Idee. Das ist direkt hier. Die gestörte Frau, wer bist du? Winter nicht. Poison Ivy, sag ich doch. Holy moly. Die Frau ist schon ein bisschen gestört, ne? So trifft man sich wieder. Ich bin dir körperlich unterlegen. Also werde ich das wohl ausnutzen müssen. Ich heiße Alexandria Moreau. Da wir uns nicht völlig fremd sind, lasst uns doch lieber gleich direkt zum Punkt kommen. Natürlich erwarte ich, dass du meine Fragen aufrichtig beantwortest. Zuerst würde ich gern wissen, wer du bist. Verstehe. Du scheinst ziemlich einsam zu sein. Das, obwohl ich zwei Beziehungen führe.
Also sag mir, wo finde ich Robert Fortune? Sieh an, nach allem, was ich ihm angetan habe. Ich bin ja überrascht, dass er nicht weggelaufen ist, um sich irgendwo zu verkriechen, dieser Narr. Allerdings macht das die Sache um einiges einfacher. Du wirst ihn zu mir bringen. Na also, hilf mir zu bekommen, was ich will, und du wirst belohnt. Du hast doch vorhin Prunkwinden gesammelt, oder? Diese Blume ist was ganz Besonderes. Ich will, dass du sie Mr. Fortune in einem Tee servierst. Sobald er ihn getrunken hat, folgt er deinen Anweisungen. Anschließend wirst du ihn für mich zu dem verlassenen Gelände beim Denzuin-Tempel führen. Verstanden? Gut, dann liegt es jetzt in deiner Hand. Das muss ich doch nicht wirklich machen, oder? Wie kann ich dir heute helfen? Das ist äußerst nett von dir. Allerdings weiß ich nicht, ob ich ihn guten Gewissens annehmen kann. Ich stehe doch bereits so tief in deiner Schuld. Andererseits würde ich deine großzügige Einladung nur ungern ausschlagen. Was soll ich nur tun? Er fragt mich um Rat, ne? Ja, tun. Dann vielleicht später. Aber jetzt kann ich vermutlich die andere Mission nicht zu Ende machen. Habe ich recht? Das dachte ich mir schon. Scheiße. Na gut. Ich hab's versucht. Wie? Ach, scheiße. Tee ist ein wahrlich wunderbares Getränk. Er kennt keine Grenzen und wird sowohl von Briten als auch von Japanern genossen. Natürlich gönne ich mir ab und zu auch einen Sake. Aber er hat schon vielen das Leben zerstört, nicht wahr? Das tut Alkohol so im Generellen ganz gut. Schmeckt dieser Tee irgendwie komisch, oder? Ich will das irgendwie gar nicht so tun. Verlässt du mich? Zeit, dass ich auch rausgehe. Also, wollen wir einen schönen Blumengarten suchen? Also wirklich, dass ich den ganzen Weg nach Japan komme, nur um dann vom Anti-Shogunat unter Hausarrest gestellt zu werden. Bin ich nicht. Das ist Mr. Fortune. Schnell, retten wir ihn! Nur eine so starke Kriegerin wie dich an meiner Seite hätte. Ah, ich fühle mich großartig. Das muss wohl der Tee sein. Was waren denn das für Blätter? Ja! Übergib mir! Und bloß keine Dummheit! Ja! Ja! Was du, Pavel? Da sind Blüten. Der Blumengarten muss ganz in der Nähe sein. Holy moly. Das ist die falsche Richtung. Was? Also stimmen die Berichte wohl. Ich habe gehört, dass du mit dieser Frau zusammen warst. Aua, aua, aua. Ja! Sag mal, nee,
komm einfach hier hin und dann ist gut. Robert, halt durch! Wunderbar. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich habe das Gefühl, das ist der Beginn einer fruchtbaren Beziehung. Kann ich mich jetzt endlich wehren? Nun, das werden wir noch sehen, oder? Wir sehen uns. Wer ist die denn überhaupt gewesen? Ich bin mit ihr in eine Bindung eingegangen. Mitnichten. Was habe ich getan? Ist er jetzt wegen mir tot? Mein Pilgerhund ist wieder da. Das ist ja nett, aber wer ist die? Da. Amerikanische Botanikerin. Diese eiskalte, selbstgerechte Frau schreckt vor nichts zurück, um exotische Pflanzen in die Hände zu bekommen. Angeblich ist sie an Bord der schwarzen Schiffe gegangen, um die Verfolger in die Vereinigten Staaten zu entkommen. Wobei niemand genau weiß, was für ein Verbrechen sie dort begangen haben soll. Ihr umfangreiches Wissen über Gifte verdankt sie zum Teil ihrer Kenntnisse der Alchemie. Ich sage, es ist Poison Ivy. Ganz eindeutig. Ich weiß halt nur nicht, kann ich meine Quest jetzt überhaupt noch zu Ende machen mit ihm? Ja, aus irgendeinem Grund kann ich das. Frag mich nicht warum. Ich stelle keine Fragen. Oh. Hi. Das ist sie. Das ist genau die Blume, die ich im Kopf hatte. Oh, meine Dankbarkeit lässt sich nicht in Worte fassen, meine Freundin. Wir haben aber, glaube ich, ernstere Probleme, oder? Die Belladonna-Lilie. Dieser Name bedeutet schöne Frau, weißt du? Und die ist giftig. Daher passt sie auch perfekt zu meiner Liebsten. Ah ja, ein weiterer Freund hat mir seine Unterstützung bei meinem schicksalhaften Geständnis angeboten. Lasst mich euch einander vorstellen. Ich kenne den schon. Oh, das ist also deine talentierte Freundin. Diesmal erspart ihr uns aber eure Teufeleien, nicht wahr? Oh, du hast Rutherford also bereits kennengelernt? Ich habe es meiner talentierten Freundin zu verdanken, dass ich noch am Leben bin. Weil ich keinen Namen habe, Leute, weil ich keinen Namen habe. Ich habe Vertrauen in sie. Nun, da wir die Blume in unserem Besitz haben, müssen wir sie ihr nur noch übergeben. Sie ist eine Geisha im Yoshiwara. Alter, pack mein Mädchen an und ich bring dich höchst selbst um. Usugumo bekannt. Dann durftest du also bereits Zeugin ihrer strahlenden Schönheit werden. Das ist mein Mädchen. Mein Mädchen. Das macht die Sache ja noch einfacher. Also dann, wollen wir nach Yoshiwara aufbrechen, um uns mit Usugumo zu treffen? Alter! Deine Hilfe bedeutet mir viel. Ah, ich bin so schrecklich aufgeregt. Mein Herz schlägt mir fast bis zum Hals. Katzenlady, wenn du dem keine Abfuhr erteilst, ich schwör's. Mein armes Mädchen, ey. Komm, lass uns Usugumo suchen. Jetzt kann er auf einmal schnell sein? Ich bin so aufgeregt. Mir schwirrt der Kopf. Ja! Hier ist es. Ich denke. Ich freue mich wirklich, euch zu sehen. Und heute sind es auch gleich so viele von euch. Es ist mir wie immer eine Freude, euch zu sehen. Ich kann meine Dankbarkeit für eure Hilfe mit meinen Katzen gar nicht mit Worten ausdrücken. Das hast du in der Nacht schon getan, Maus. Was? Woher genau kennt ihr beide euch denn? Aus dem Bett. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ich hoffe inständig, dass wir Freunde werden können. Gefriendzoned! Nun,
Was bringt euch denn heute nach Yoshiwara? Oh. Soll er sich die Dings selbst einkassieren, die ab. Die. Ja, ich. Schon komm. Als ich euch das erste Mal sah, wollte ich euch sagen. Hier, ein Zeichen. Hol dir die Abfuhr selbst ein. Oh, was für eine schöne Blume. Ist das ein Geschenk für mich? Eure Geste bedeutet mir sehr viel. Ich werde sie nie vergessen. Alter, nicht einmal, Mädchen, wenn diese Abfuhr. Blume bereits vertrocknet Abfuhr. Ich wollte doch nur meine Usugumo besuchen. Alter! Ich dachte nicht, dass ich auch ihre naiven Kunden erdulden muss. Ich bin ein naiver Kunde. Wer schenkt einem Mädchen schon eine blöde Blume? Du wagst es? Fräulein Usugumo wird sich mit deinesgleichen nicht abgeben. Verschwinde auf der Stelle! Tja, überall nur Wilde. Wohin man auch blickt. Überall du, nur Leute, die mein Mädchen genau anbaggern. Aber bring den Mann nicht gleich um. Verstanden? Ach so, aber ich möchte ihn nicht gerne mit aus dem eigenen... Konflikt zu geraten. Also ich möchte ihn gerne umbringen, weil ich kann. Du hast großen Streit? Na gut, den kannst du haben! Aua! Alter! Aua! Sag mal, was soll das? Sie gehört zu mir, verdammt! Nee, ist mein Mädchen, mein Mädchen, meine Katzenlady! Meine Katzenlady, meine Katzenlady! So nämlich. Da kenne ich nichts. Wart's ab, verdammt! Gar nicht mal schlecht. Dieser Gast hat schon in der Vergangenheit Probleme bereitet. Aber ihr habt wieder einmal euer Talent unter Beweis gestellt. Das sollten wir. Wie ich sehe, macht ihr euch im Umgang mit euren Freunden viele Gedanken. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr an der Blume Gefallen gefunden habt. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Robert Fortune. Es gibt eine Menge Blumen, deren Schönheit beinahe an die eure heranreicht. Wenn es euer Wunsch wäre, so würde ich euch mit Freuden jede einzelne davon bringen. Ich kann mir nichts vorstellen, das mir mehr gefallen würde. Ich verspreche, dass ich hier auf euch warten werde. Alter! Ich wusste ja gar nicht, dass so wunderschöne Blumen außerhalb von Yoshiwara wachsen könnten. Ich hoffe, ihr werdet so gütig sein, mir noch weitere zu zeigen. Leute, ich keine Abfuhr, kein gar nichts. Ich muss mich für heute bei euch allen bedanken. Ich hoffe, dass wir bald die Gelegenheit haben werden, uns bei einem Sake etwas besser kennenzulernen. Also dann, bis bald. Das war niederschmetternd, Leute. Das war richtig niederschmetternd von ihr. Ich dachte, sie würde... Ach, hallo, Mann. Dank dir kommen Fräulein Usugumo und ich uns immer näher. Sie ist völlig hingerissen von jeder Blume, die ich ihr bringe. Vielleicht sollte ich auch nicht so beleidigt sein, und weil dennoch, immerhin... Irgendwann kommt man mit Blumen nicht mehr weiter. Weißt du, sie vergleicht sich mit einem Vogel, der in einem Käfig gefangen ist. Also habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde sie aus Yoshiwara befreien. Nein! Doch werde ich dafür eine Menge Geld benötigen. Und zwar deutlich mehr, als ich momentan zur Verfügung habe. Ich muss einfach weiterhin jede Menge Blumen sammeln und damit so viel Geld verdienen, wie ich nur kann. Ich zähle dabei auf deine Unterstützung. Ach, komm ja. Zu mir, wenn ich dir in Sachen Botanik irgendwie weiterhelfen kann. Ja, da werde ich kiebig.
Jetzt kenne ich den auch schon. Na dann. Den will man aber irgendwie nicht kennen, wenn ich ehrlich bin. Aber sei es drum. Wer bin ich schon, eh? Gartenerweiterung. Ich habe das amerikanische Sattelzeug bekommen. Ich muss eh zurück für meinen Hachiko. Missionen, wartet mal. Ich bin völlig verstört, dass der mir meine Katzenlady wegnehmen möchte, der Arsch. Und die sagt auch noch ja. Ich habe nur noch die beiden, ich habe nur noch die drei über. Aber ich glaube, nächstes Mal mache ich trotzdem die Hauptquest weiter, weil ich selbst interessiert bin. Gartenerweiterung. Schauen wir mal, was die Gartenerweiterung ist. Und ich kann meinen Hachiko losschicken. Hallo, mein kleiner Hachiko. Ja. Das ist wie mit den Baby-Chocobos aus Final Fantasy Rebirth. Davon kriege ich auch nie genug. Hoffentlich übernimmst du dich nicht. Nö, wer ist denn alles da? Oh, Prinzessin Atsuko. Hallo. Wenn du etwas willst, dann sprich. Oh. Ja. Was kann ich dir denn Feines geben? Das ist schön. Wie du meinst. Ja, ne? Wie ich meine. Und dir kann ich bestimmt wieder Sarko aufs Auge drücken, richtig? Das du. Aber reden wir jetzt nicht davon. Was? Du kommst zu mir und ich krieg von dir einen Anschiss? Ist okay, kann man. Versteht man. Nicht. So nett bin ich. So. So, also. Haushalt. Umdekorieren. Eigentlich sieht das schon doch ziemlich cool aus. Nee, ich bleib bei meinem Bild. Was habe ich eigentlich mittlerweile für Accessoires? Ein kleiner Schirm. Pflanze. Oh, ich habe noch einen Schirm. Der sieht sogar schöner aus, aber ist okay. Noch eine Pflanze? Nee, nicht noch eine Pflanze. Nee. Oh, die ist sehr groß. Habe ich auch was Unauffälliges, aber Größeres? Ja, das hier. Das kann ruhig weg. Ja. Aber hat er nicht gerade was von Garten gesagt? Ihr seid noch beschäftigt alle? Ja, ihr seid beschäftigt. Miau. Pass auf dich auf, ja? Ja. Er steht da immer noch rum? Was willst du da? Warum stehst du da? Aber, wo ist Prinzessin, wo bist du? Noch nicht so ganz, ne? Was machst du denn da vorne? Ey, du, was machst du da? Hallo auch. Ich würde die Liebe der Japaner zur Natur ist eine höchst lobenswerte Sache. Allerdings stelle ich dennoch fest, dass viele noch... Ist das nicht eine Schande? Auf jeden Fall, du solltest einen kleinen... Das ist Musik in meinen Ohren. Und das ist auch gut so. Ich bin schon sehr gespannt. Einfach in meinem Haus jetzt? Dachte, ich sehe mal nach dir. Oh, Gartenbau. Okay. Möglicher Ertrag.
Ah, ja, bitte. Cool. Nee, nee. Musst du schon los? Ja, muss ich. Wollte nur Gartenpflanzen anbauen. Dann mache ich einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir eine Runde Hauptquest und danach machen wir noch die restlichen Nebenquesten, die da sind. Habt einen schönen Tag und haut rein.